Niemand. Glück läuft über die Blumen. Ich habe immer so die Angewohnheit in diesem Spiel, alle Gegner reinzulaufen. Ich levele lieber zu viel als zu wenig. Heilkräuter halt. Ist manchmal gar nicht so schlecht. Wenn man denn noch Bonbons oder Schokolade oder Honig oder sowas lieber zu den Gegner geben. Autsch. Danke. Ich hab Heilkräuter verwendet. Dann kommen diese Giftstacheln da raus. Ist mal wieder ganz toll. Das Spiel liebt mich, wie ihr seht. Wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen, was meinst du? Ich kann sogar euren Spielstand speichern. Ich will mal. Normalen Ladenbesitzer, also Händler in dem Spiel, verkaufen erst viel später ihre Waren. Er hat da hinten nur ein Schnarchen. Das sind die Typen. Goblins. Das Ding kopiert sich rasend schnell. Und weg. Dann gegen das Vieh komme ich noch nicht an. Goblins.
hatte heute irgendwie auch so einen komischen Traum. Ich habe Leute irgendwie mit so einer Nadel gestoppt und dann sind die aufgebläht und geplatzt oder so. Die sind so aufgedunsen aus oder so. Irgendwie merkwürdig. Ich habe auch gestern Final Destination 5 geguckt und nochmal teilweise 3 angesehen vom Schlafen gehen. Vielleicht sollte ich das nicht mehr machen. Obwohl der Traum eigentlich lustig war. Beziehungsweise neutral. Schläft immer wieder ein. Das bin ich mit Gabel. Ich bin mit Murmelgoblin. Ja, Murmelgoblin. Dann noch irgendwie Rapsgoblin oder irgendwie so komisch heißen die. Sind dann stärker und begegnen uns auch erst später. Viel später. Autsch. Ja, übrigens bei spätestens Leveln, also wenn wir nur noch ein KP haben, hört das gibt übrigens auch. Den kann man eigentlich auch ganz gut leveln. Weg, 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 weg. Vermehren sich nicht so schnell, dass ich sie mit meinem niedrigen Level kriegen konnte. Wundertau gefunden. Loddermaus. Man hat doch irgendwie immer die Richtung, aus der ich schnarchen kann. Ah, ich will bei mir nichts noch essen. Ich hab Kohldampf. Hörst du das auch? Klingt, als grabe sich jemand von unten hoch.
Willkommen im Zwergendorf. Hallo. Eine Nacht kostet 15 Goldmünzen. Okay. Aber wir schlafen möglichst weit auseinander. Wir hassen uns. Wie die Pest. Spielstand speichern. Ja. Ja, bringt mir eigentlich nichts, aber mache ich mir mal gerne. Ja, um es zu zeigen. Um die Zeit zu gewinnen. Hier geht nicht mehr. Bronzekette. Dornenliste. Okay, kaufe ich. Okay. Nur Goldmünzen. Ich kann gleich noch was verkaufen. Eigentlich wollte ich ja sein mit Kleidung. Wie kann ich helfen verkaufen? Das hier. Danke. Nein, ich würde eigentlich sein Menü. Kleidung. So. Gott, feste Schmiede. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Werte der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Na klar. Nicht genug Geld. Ah. Nicht genug Geld. Ah. Auf jeden Fall, ich mache erstmal Schluss. Und level erstmal, damit ich ein bisschen Geld habe. Und ja. Bis dann. Hallo, willkommen zurück. Und wie ihr seht, ich stehe hier wieder. Und ich habe 105 Goldmünzen. Das ist genug. Sei gegrüßt. Das ist hier interessant. Also wieder das Gleiche. Ich bin Bertie, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Na klar. So, er will 100 Goldmünzen. Okay, gib her.
fertig. Hier hast du ein neues Schwert. Das ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert? Eigentlich ist es so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Langsam geht mein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll. Dann versuche ich jetzt, eine Mana-Axt zu spielen. Komm doch später wieder. Frage ich mich, wie viel Geld ich dafür brauchte. Treten sie ein, weltberühmtes Zwergentheater heißt sie willkommen. Der Eintritt kostet 50 Goldmünzen. Was? Daneben nicht. Ach, ne. Okay, ich schneide nochmal und wir sehen uns nochmal gleich wieder.